Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute mit JJD hier zusammen und was der so macht in seinem Leben, das erzählt er euch jetzt mal kurz. Vielleicht könnt ihr es so ein bisschen erkennen an dem Ort, wo wir gerade schon sind. Aber Jay, du hast das Wort. Yeah, also wie gesagt, mein Name ist JJD. Ich bin Sänger, Produzent und Sound Engineer. Drehe halt auch mal hier und da mal ein paar Videos. Und ja, Musik ist einfach mein Leben, meine Leidenschaft, schon immer gewesen und begleitet mich jeden Tag. Ja, cool. Wir kennen uns schon richtig, richtig lange. Ich glaube schon fast 10 Jahre. Ich habe auf dem Weg hierhin gerade überlegt. 11 mittlerweile. 11? Ja. Boah, tschau, wir haben uns 11 Jahre, 2008 haben wir uns kennengelernt. Richtig krass, ey. Also wir kennen schon richtig, richtig lange. Eigentlich ist JJ immer so den Weg, den ich gegangen bin, auch gegangen, aber einfach in der Musikszene und nicht in der Tanzszene sozusagen. Genau. Und jetzt gestern war der 6. Juni, ja, kam die neue Single raus, Leute. Nee, heute. Heute ist der... Na, stimmt. Nee, heute ist der 7. Heute ist der 7. Heute ist der 7. Genau, heute ist die neue Single rausgekommen. Heute ist die neue Single rausgekommen. Ja. Und ja, das hat mich auf jeden Fall inspiriert. Du hast mir den Song ja gezeigt und ich habe so gemerkt, okay, du sprichst so Themen an, die auf jeden Fall auch zu meinem Content auf dem Kanal passen. Oh, das freut mich. Deswegen habe ich dich halt gefragt, so machen wir ein Interview und du fandest es sofort cool und ja, jetzt sind wir hier. Mit dir immer. Und ich starte auch schon mal direkt mit so ein paar Fragen. Okay. Bist du ready? Ready. Punkt Nummer 1. Ist, du beginnst ja fast, ich glaube in der Hook ist es immer, du sagst, Leute reden. Mhm. Und das ist so ein Phänomen, das, damit habe ich auch immer zu kämpfen. Mhm. Gerade wenn man so auf Social Media und so aktiv ist, dann fangen die Leute an zu reden und irgendwie hört man über Ecken, da wird das gesagt, da wird dies gesagt. Ja. Neuestes Gerücht, ich habe eine neue Freundin. Okay. Und ich weiß, aber nicht, weiß nicht woher. Okay, die ist einfach aufgetaucht. Ja, die ist auf einmal da, ich weiß auch nicht. Wow. Und ja, was hat das für dich für eine Bedeutung in dem Song? Also für mich hat das die Bedeutung, genau das, was du gerade sagst, dass viele sich gerne über andere Menschen profilieren, aber halt immer hintenrum, ne? Immer erzählen, erzählen, erzählen. Es gibt natürlich auch die Leute, die halt immer erzählen, ich hab das, ich mach dies, ich mach das. Aber wenn du dir die Leute halt richtig anguckst, die machen gar nichts. Die hängen halt immer nur rum, erzählen die irgendeinem vom Pferd und machen einfach nichts aus ihrem Leben. Noch nicht mal, die fördern noch nicht mal ihre Hobbys oder sonstiges, dass die irgendwie an den Start kommen. Gar nichts. Und auch in der Musikszene. Es gibt immer Leute, ey, Bruder, ich mach das für dich. Ich werde das machen. Ah, ich werde dein Manager. Und im Endeffekt passiert nichts. Ja. Und ich hatte es einfach satt. So, ich habe es immer noch satt. Ich kann einfach nicht mehr... ich komme einfach nicht mehr mit dieser Redensart klar. Wenn du etwas nicht machen kannst oder verwirklichen kannst oder sonstiges, dann rede erstmal nicht drüber. Versuch einfach erstmal zu machen, mach. Und wenn es dann irgendwie in trockenen Tüchern ist, dann kannst du darüber reden, weil man das halt auch sieht. Aber einfach nur zu reden, ohne dass irgendwas dahinter steckt, das ist, also ich kann einfach nicht mehr damit umgehen. So, ne? Und ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Du kennst mich, ich bin ja genauso wie du eigentlich. So, ne? Du bist ja noch geduldiger. Aber es wird auch anstrengend. Es raubt so viel Energie. Und eigentlich, man strahlt ja halt auch... Also ich möchte positive Energie ausstrahlen, weil das auch mein Leben ausmacht. Und dadurch, wenn man einfach solche Schwätzer einfach in seinem Umfeld hat,
wie du halt auch schon sagst, Social Media, um tausend Ecken wird irgendwas erzählt, so, das raubt so viel Energie und im Endeffekt versuche ich einfach mit dem Song irgendwie zu sagen, so, ey Leute, so wacht mal auf und na, macht statt nur zu reden. Kann ich voll verstehen. Ja. Ich kenne das auch total aus meinem Umfeld. So. Es gab auch viele Leute, die einfach immer nur geredet haben, nie was gemacht haben. Und letztendlich ist es ja deswegen, weil wenn man erzählt, ne, also man pusht sich ja eigentlich nur selber, man redet sich selber so glücklich, aber es passiert ja im Endeffekt nichts. Ne? Und dann verlässt man sich ja auch hin und wieder auf die Leute und denkt so, man kann mit einem an einem Strang ziehen und das floppt dann auch und dann hält es irgendwann einen nur noch auf. Ne? Total. Also wie du halt schon sagst, so es hält den Prozess des Weitergehens, hält das immens auf und ich finde halt auch, solche Leute haben so einen negativen Einfluss auf einen, dass man dann halt auch Selbstzweifel bekommt. Man zweifelt an sich selbst, aber man zweifelt halt auch irgendwie komplett an die Glaubwürdigkeit der Menschen. Und das ist schon deep. Das geht schon hart rein, obwohl es eigentlich so... Ich wollte den Song jetzt nicht so deep gestalten, dass ich jetzt sage... dass ich jetzt halt auch irgendwie eine traurige Melodie oder sonstiges ist ja auch gar nicht. Auf dem ersten Blick wirkt es ja gar nicht traurig oder deep. So, ja, ne? Ja. Aber wenn man dann mal genauer hinhört, so, dann merkt man erst, worum es geht. Genau. Und ich glaube, jeder kann sich irgendwie damit identifizieren. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben das alle irgendwie mal gehabt und ich schließe mich da ja auch gar nicht komplett aus. Ich habe vielleicht halt auch schon mal so hin und wieder mal so Aktionen gebracht, wo ich mir dann im Nachhinein gedacht habe, boah, hättest du es mal nicht erzählt, weil dann die Sachen halt auch irgendwie nicht dann geklappt haben. Und habe einfach echt mega draus gelernt, einfach zu machen und dann erst zu reden, wenn es soweit ist. Ja, ist bei mir auch so. Also ich habe das auch so, jetzt Beispiel ist jetzt YouTube zum Beispiel, ich habe einfach gesagt, ich mache das jetzt. Und habe einfach angefangen. Voll gut. Und im Prinzip hat man das aber immer so gemacht. Ne? Ganz früher, als man noch jünger war, hat man es ja nicht anders gemacht. Genau. Wie du mit Musik angefangen hast oder ich mit Breaken. So. Wir haben es halt einfach gemacht, ohne Hintergedanken. Ne? Ich will auch direkt an dem Punkt nochmal anknüpfen. Mhm. Du sagst in einer Textpassage, ich weiß nicht, wie es ist, sich ständig beschweren, aber riskieren nichts. Genau. Ne? Und hast du das Gefühl, das ist so eine, wie so eine Krankheit bei den Menschen, dass die Leute sich immer nur beschweren und meckern und negativ sind, aber einfach nicht den Arsch hochkriegen, um wirklich was zu ändern? Weil viele suchen immer die Schuld irgendwo anders oder lenken sich dann ab mit irgendwie shoppen gehen oder keine Ahnung oder saufen gehen, Drogen feiern und so weiter. Aber das essentielle Problem, was sie eigentlich haben, packen sie nie an, ne? Weil sie einfach nicht bereit sind, irgendwas zu riskieren. Und würdest du sagen, dass das so ein Phänomen ist, was immer mehr wird? Und Frage Nummer zwei, was würdest du den Leuten als Tipp geben, um da so ein bisschen aus dieser Spirale rauszukommen? Ja, du hast den Nagel echt auf den Kopf getroffen. Es ist ja voll der Teufelskreis, ne? So, du beschwerst dich, aber machst nichts. Und du beschwerst dich wieder und machst nichts. Und machst dich dann in dem Fall dann halt noch über andere Leute vielleicht lustig oder lässt das über andere Leute, weil du selbst nicht vorankommst. So. Und für mich ist das... Ich weiß wirklich nicht, wie es ist, weil für mich war das immer klar, wenn ich etwas erreichen möchte oder wenn ich das machen möchte, dann muss ich was riskieren, dann muss ich was dafür tun. Ne? Dann muss ich einfach was dafür tun. Und du machst Fitness halt auch Kram und du tanzt und beim Fitness zum Beispiel, wenn du da jemanden hast und sagst, boah, ich bin viel, also ich habe zugenommen, ich fühle mich total unwohl, aber nach einem halben Jahr beschwert sich die Person immer noch und tut nichts dagegen. Also ich finde das immer sehr fragwürdig, weil für mich ist es so, wenn ich unzufrieden mit mir selbst bin, dann arbeite ich hart an mir. Dann setze ich mir wirklich Ziele. Ich muss das und das und das und das machen, damit ich mein Ziel erreiche. Und
als Tipp würde ich den Menschen vielleicht einfach geben, einfach mal zwischendurch mal in sich zu gehen, vielleicht auch einfach zu meditieren und zu checken, inwiefern das also lebenswichtig für die ist. Also inwiefern der Inhalt dieses Wunsches für die halt wichtig ist, um weiter voranzukommen. Weil manchmal hat man ja auch Wünsche und Träume, die eigentlich so... Die sind manchmal unnötig, so, ne? Weiß man halt auch selbst. Und manchmal sind es wirklich so Sachen wie zum Beispiel, wenn jemand Gewicht verlieren möchte und das ist halt gesundheitlich schädlich zum Beispiel, dass man sich wirklich hinsetzt und sagt, okay, das hat diese Folgen, ich muss an mir arbeiten, so, ne? Und einfach sich hinzusetzen, einfach mal kurz in sich zu gehen und das nochmal irgendwie zu rekapitulieren. Und einfach Step by Step machen. Man kann nicht von heute auf morgen komplett loslegen, aber wirklich Schritt für Schritt. Und man macht dann halt auch immer größere und schnellere Schritte. Und man ist seinem Ziel dann dementsprechend halt auch schon näher. Ne? Man muss einfach anfangen. Man muss einfach anfangen finden. Genau. Ja, man hört das eigentlich schon so ein bisschen raus. Also für mich ist so, es gibt zwei Dinge, die man irgendwie als Mindset haben muss. Ja. Das ist Punkt A ist, das trifft auf jeden Fall auf dich zu. Man muss die Eigenschaft entwickeln, dass man auf die Belohnung warten kann. Genau. Ne? Das heißt, ob es jetzt bei Musik ist, der Song, der durch die Decke geht, ne? Ja. Oder beim Fitness dann das Sixpack, was man irgendwann haben möchte. Man muss halt jetzt beispielsweise beim Sixpack muss man jetzt heute auf das Snickers verzichten, um später die Belohnung zu haben. Man darf sich nicht jetzt befriedigen mit diesem Snickers, ne? Und muss halt warten auf die Belohnung. Und das können, glaube ich, viele Leute nicht. Vollkommen. Gerade so, ja, wir unterrichten ja auch Kids und so. Genau. Und da sieht man das auch, die möchten nicht warten. Du zeigst denen was und die wollen sofort mehr, obwohl die noch nicht mal den Anfang richtig gemacht haben. Danke. Und das ist halt ein großes Ding so. Die wollen immer mehr, aber lernen gar nicht mehr so, dass sie das, was sie jetzt gerade haben, erstmal gut machen müssen. Genau, man muss aber auch dazu sagen, dass viele Leute einfach, ich finde, die Unzufriedenheit, die breitet sich immer mehr aus und viel weniger Menschen schätzen das, was sie eigentlich haben. Und das ist halt auch wichtig, dass man sich das vor Augen hält, dass man sagt so, okay, ich habe eine tolle Familie, ich habe tolle Freunde, ich habe... Dankbarkeit. Genau, ja. Dass man einfach dankbar ist. Und wenn man da anfängt, dann fallen viele andere Sachen dann auch leichter so, ne? Weil man dann halt weiß, so, okay, ich habe das und so und das ist mein Rückzug. Falls ich mal fallen sollte oder aus meinem Konzept rauskomme... Fällt man weich. Genau. Ja. Das. Voll wichtig. Ja. Und ich finde auch, man sollte sich Dinge suchen, die man auch, also beispielsweise bei Musik, es geht ja auch um Geld irgendwann mal, ne? Ja. Oder das ist so das höhere Ziel. Genau. Genauso war es bei Tanzen auch. So ist es auch mit YouTube im Endeffekt. Es ist mit fast allem so, ne? Aber was ich so den Leuten als Tipp geben würde, ist, und das passt auch auf dich auf jeden Fall, da bin ich mir zu 100% sicher, wenn man dich fragen würde, würdest du das Ganze auch machen, wenn du kein Geld dafür bekommen würdest? Safe. So, und das ist so der Punkt, dann kannst du schon nicht mehr verlieren. Genau. So, du würdest es trotzdem genauso machen. Richtig. Einfach weil du das Ganze liebst und weil du es vom Herzen aus machst. So. Genau. Und dann kannst du einfach schon nicht mehr verlieren. Das ist das. Und wenn man das gecheckt hat, dann ist der Erfolg zweitrangig, aber meistens ist das dann auch so, dass der Erfolg dann irgendwann von ganz alleine kommt. Hört. Wahre Worte. Das stimmt. Immer Leidenschaft als oberste Priorität setzen. Und alles andere, was danach kommt, ist immer ein Bonus. Ja. Aber man sollte es nicht machen, um an Geld oder an Erfolg in kürzester Zeit zu kommen. Was ich zum Beispiel auch erst spät verstanden habe, war, man hat das Ziel halt so hoch gesetzt gehabt, früher, als man jünger war, dass man vergessen hat, was man schon alles geschafft hat. Ne? Wenn wir jetzt mal überlegen, wie wir angefangen haben und was wir jetzt haben, ist ja schon, eigentlich ist das ja schon krass. Vollkommen. So, weil wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht und können davon leben, so. Ja. Ja, und, aber ich hatte halt auch schon einige Phasen. Zwischendurch habe ich das immer noch. Dann denke ich mir so, boah,
ich habe jetzt ein gewisses Alter erreicht und es gibt andere Menschen, die sind gleich alt, aber haben dann vielleicht irgendwie, sage ich jetzt mal, ein Haus und sind schon verheiratet und haben dies und haben das. Und es gibt einfach manchmal solche Momente, wo man sich da so ein bisschen halt auch blenden lässt, aber die Leute sind nicht ich. So, ich gehe meinen eigenen Weg und die gehen ihren Weg. Und wenn das zu deren Leben passt, so, dann sollen die machen. Und für mich ist einfach, für mich war es halt immer eine Priorität, Seelenfrieden zu haben. Und ja, leider vergessen das viele Leute und laufen grumpy durch die Gegend und machen Dinge, die sie eigentlich nicht machen wollen. Ja. Einfach weil die Gesellschaft das so vorschreibt. Ja. Da macht dann das Haus und das tolle Auto macht auch nicht mehr so viel, ne? Danke, genau. Ja, genau, das ist so ein... Ich sehe es auch so, dass man das auf jeden Fall vorziehen sollte, dass man die meiste Zeit in seinem Leben das tut, was man gerne macht. Ja. Auch wenn man dann halt in einer Wohnung wohnt. So, ne? Das ist das. Eigentlich, ja, wer braucht ein Riesenhaus? So. Das ist ganz schön als Wertanlage, als Sicherheit so. Genau. Aber ich bräuchte das zum Beispiel gar nicht. Hab da gar nicht so das Verlangen zu. So. Ja. Wenn du safe bist, ne, wenn du einfach deine Wohnung hast, deine Klamotten und du weißt, dein Kühlschrank ist voll. Cool. Ne? Ja. Genau, Mann. Okay. Noch ein Satz, auch aus dem Song. Okay. Du sprichst so ein bisschen an, du sagst, du bist okay, wie du bist. Ja. Ne? Und ich sehe ganz viel, gerade auch so auf Social Media, aber auch rückwirkend von Social Media dann im echten Leben, wie mega viele Jugendliche alle möglichen Sachen annehmen von irgendwelchen Leuten aus dem Internet. So, sei es die Redensart, was sie sagen oder was sie anziehen, bis hin halt zu ganzen Meinungen und Lifestyle. So, ne? Ja. Und ich würde behaupten, dass es daran liegt, weil sie erstens gar nicht wissen, wer sie eigentlich sind. Oder wenn sie dann glauben, wer sie sind, dass sie damit unzufrieden sind. Ne? Und ja, wie bist du darauf gekommen? Also, du bist okay, wie du bist. Das ist ja, eigentlich ist es ja ein Satz, den sagt man immer wieder. Ne? Ja. Aber ich glaube, wenige Leute halten sich dran. Ja, das ist das. Da wären wir wieder beim Thema Unzufriedenheit. Also ich sehe es halt hauptsächlich halt auch oftmals bei Mädels, zum Beispiel in meinen Kursen, die ich gebe, oder Freunde aus meinem Freundeskreis, die mega unzufrieden mit sich selbst sind und das halt auch in der Realität ausstrahlen. Und im Social Media Kontext geben die sich natürlich komplett anders wieder. So, ne? Also die sind so total... Weil man ja auch in eine Rolle schlüpfen kann. Ne? Ja, total. Man kann sich ja das Image aussuchen, was man haben will. Und diese Rollen passen aber überhaupt nicht zu diesen Menschen. Und ich finde das immer so traurig, wenn ich das sehe, weil man kann schon hinter diese Fassade blicken, so, wenn man diese Person halt auch kennt und halt auch irgendwie gefühlt hat, so, weißt du? Und das finde ich immer so traurig. Und ich versuche denen halt auch immer klarzumachen, ey, Du bist wunderschön, inside and outside. Du bist wunderschön, du bist ein wunderschöner Mensch. So, du musst dich einfach erstmal selbst zu lieben lernen. Das braucht Zeit. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber schätz dich bitte so, wie du bist, weil ich weiß, vielleicht sagen es viele Leute nicht. Vielleicht wollen die Leute ein Püppchen haben oder jemanden haben, der krass ist, der breit und auf die Kacke haut, so sag ich mal. Ne? Aber wenn du nicht so bist, versuch dich damit erstmal zu arrangieren, dass du nicht so bist und mach das zum Trend, wer du eigentlich bist, ja, weißt du? So, das ist der Trend. So, ich meine, wir beide sind ein gutes Beispiel. Wir trinken zum Beispiel nicht, ne? Weil wir es einfach nicht fühlen. Wir fühlen es einfach nicht. Wir kiffen auch nicht, weil wir es nicht fühlen. Und auch nie gefühlt haben. Und im Endeffekt so sind wir dann auch wieder cool, weil wir, also... Wir sind uns selbst treu, wir haben nichts dagegen, dass es andere Leute machen, aber wir sind uns selbst treu und sagen, nee, für meinen Tempel ist es nicht das Richtige. Ja, definitiv.
Ich habe eine Übung, das habe gestern ein Video aufgenommen, das kommt erst nächsten Monat online, aber da gibt es eine Übung zum Thema Selbstliebe. Mhm. Und da würde ich dich gern fragen, wie du dir das vorstellst. Ja? Okay. Bin ich gespannt. Und zwar, das funktioniert so, du gehst jeden Morgen, wenn du aufstehst, ja. Das ist das allererste, was du machst, du gehst ins Bad, keine Ahnung wo, und guckst in den Spiegel, mhm, und sagst dir wirklich selbst in die Augen, ich liebe dich. So, das klingt so simpel eigentlich, mhm, aber ich habe das jetzt die vergangenen 4-5 Tage gemacht und ich lasse dich jetzt erstmal einschätzen, was so dieser Gedanke in dir auslöst, so, und dann erzähle ich dir von meinen Erfahrungen. Boah, ich kann mir vorstellen, dass das beim ersten Mal komisch ist. Ich kann mir echt vorstellen, dass das erstmal komisch ist und dass man sich, obwohl man alleine ist und vorm Spiegel ist, dass man sich halt auch überwinden muss, so, ne? Das zu sagen. Ja. Beim zweiten Mal wird das so okay wahrscheinlich und beim dritten, vierten Mal kommt man so in diese Routine rein. Mhm. Aber so ist es doch halt auch irgendwie in der Beziehung zu einem Menschen. Genau. Na? Ja, ja. Dass es total schwierig ist, dann am Anfang den ersten Schritt zu machen und zu sagen, ey, ich liebe dich. So, du bist mir wichtig. Genau, aber dennoch können viele Menschen das eher als es zu sich selber. Und dann, da ist so der Knackpunkt an der Sache, ne? Ja, ja, ja. So, du hast es exakt beschrieben, wie es ist. Also es stimmt, du stehst am Anfang so und du lachst dich selber aus. So. Und du denkst, oh, was machst du hier eigentlich gerade? Aber da habe ich mir dann auch so die Frage gestellt, wenn einem das so schwer fällt, ne, liebt man sich dann selbst überhaupt wirklich? So Punkt A, ne? Oder ist es einfach nur voll ungewohnt? Ne, das ist ja so. Und dann kam mir nämlich auch der Gedanke, so, wir sagen das zu vielen Menschen in unserem Leben, im Umkreis, aber zu uns selber vergessen wir. Oh, wow. Da hast du vollkommen recht. Das stimmt wirklich. Ich glaube, ich habe das noch nie zu mir selbst gesagt. Ich vorher auch nicht. Wie ist denn das Gefühl? Also jetzt wenn du jetzt so die letzten Tage so... Kennst du das Gefühl, wenn du du hast eine Freundin und du fühlst es richtig, dass du die liebst, mhm, und du willst das ihr unbedingt sagen, aber du denkst, oh, es ist noch zu früh, das zu sagen. Mm, ne? Und dann kannst du es das erste Mal sagen, so, ne? Und dann ist es so ein befreiendes Gefühl. So ist es ungefähr. Ach, krass. Es ist so ein bisschen, als ob du da so ein bisschen was entfesselst, so. Weißt du, wie so Ketten springen. Oh. Es ist schon krass. Also es ist auf jeden Fall kraftvoll, würde ich sagen. Und ich mache es jetzt noch nicht lang genug. Wie gesagt, es ist, glaube ich, 5. Tag heute gewesen. Und was aber mir auffällt, ist, du gehst anders so durchs Leben. Also auch wenn du auf der Straße bist, weißt du? Du hast einfach ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Hm. Und Selbstbewusstsein verstehen noch viele falsch, meiner Meinung nach. Weil es heißt ja, wenn man das Wort auseinander sich nimmt, es heißt es ja, sich selbst bewusst werden. Und das hat halt auch was damit zu tun, sich selbst zu fühlen. Definitiv. Und ich glaube, das kann man mega gut lernen mit diesem Tool. Boah, das hört sich mega aufregend an. Das wird auf jeden Fall einer der Dinge sein, die ich mir ganz dick hinter die Ohren schreibe und das mal versuche. Probier mal aus. Und dann gebe ich dir auf jeden Fall Feedback. Also der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, war Träume leben, ne? Ist ja ein großes Thema in dem Song, ja, auf jeden Fall. Mhm. Und was bedeutet es denn für dich, deinen Traum zu leben? Ja, das ist auch wiederum ein Prozess gewesen, den Traum zu leben, überhaupt zu verstehen, dass man eigentlich gerade schon den Traum lebt, so. Für mich bedeutet das gerade, ich fühle mich frei. Obwohl es immer wieder Situationen gibt, wo man denkt, boah, ich möchte das jetzt eigentlich nicht machen, aber ich muss irgendwie, weil am Ende des Monats müssen irgendwie die monatlichen Kosten wieder reinkommen, so, ne? Aber im Endeffekt so, ich lebe meinen Traum vollkommen. Ich kann Musik machen. Ich kann das an Jugendlichen weitergeben. Ich habe eine tolle Familie.
ich baue mir gerade meine eigene Familie so auf und es ist irgendwie total, also es zieht an mir vorbei, so, ne? Und ich versuche so hinterher zu gucken und zu checken, ah, das ist eigentlich das, was du wolltest und so, ne? Dass man sich selbst so darüber bewusst wird, so, ey, der Traum ist schon die ganze Zeit da. Nimm ihn nur. Ja. Genau, zieh ihn zu dir. Ja. Und halt dir den Traum vor die Augen und ja, versteh einfach, ne? Und das ist halt so das Ding und ich lebe meinen Traum komplett. Ich meine jetzt, dass wir hier so sitzen, das ist so krass, weil ich mir auch immer vorgestellt habe, wenn ich jetzt irgendwie in naher Zukunft mal Interviews mache, dass ich mich gerne einfach nur von meinen Freunden interviewen lassen möchte. Ich möchte das irgendwie gar nicht von anderen Leuten und so. Und das ist halt, das ist echt nice und das ist verrückt, wie Dinge, wenn man es ausspricht, wie das Universum das dann irgendwie... Gesetzte Anziehung. Genau, ja, genau. Wie es automatisch so in dein Leben kommt. Total. Man muss es nur aussprechen. Ja. Aussprechen, manifestieren und das ist wirklich wichtig. Bist du eigentlich... Du bist schon so ein spiritueller Typ, ne? Schon, ja. Also ich hatte... viele haben das wahrscheinlich auch auf Social Media mitbekommen. Hatte ja so eine harte Phase, oder viele eigentlich. Ja. Und jedes Mal musste ich ja irgendwie wieder da raus. Mhm. Und dann war so dieses Thema Spiritualität immer so eine Zuflucht für mich. Mhm. Und ich bin nicht so, dass ich prinzipiell alles annehme, sondern ich muss so, das muss für mich Sinn ergeben und dann nehme ich mir die Stücke raus, die für mich passen. Aber ich glaube, dass das ein extrem wichtiger Punkt wird, so Spiritualität, gerade auch in der Zukunft, weil der normale Glaube an Religion zum Beispiel und die Kirche oder was auch immer für eine Religion, ist ja total egal. Ich glaube, gerade so in Europa stirbt das so ein bisschen. Hm. Und dann haben die Menschen plötzlich keinen Glauben mehr. Und entweder glaubst du an dich selber dann oder du hast auch sowas Spirituelles. Und Spiritualität bedeutet ja nicht, du glaubst an irgendeine große Macht oder so, sondern woran ich so glaube, ist besonders, ich glaube schon irgendwie, dass es etwas gibt, ne, was irgendwie ein bisschen höher und mächtiger ist als wir Menschen, aber ich glaube vor allem an Energie, so, ne, safe. Und so, Energie strahlen wir die ganze Zeit aus, ja. Und wenn das positive Energie ist, dann kriegen wir Positives zurück. Wenn es negativ ist, dann passieren schlechte Dinge. Genauso, wenn wir uns entscheiden, unseren Traum zu leben, so ziehen wir automatisch Leute in unser Leben, die das genauso machen. So, deswegen kennen wir uns. Deswegen kenne ich Leute wie Peter zum Beispiel. Oder so weiter und so weiter. So, der ganze Freundeskreis richtet sich irgendwann danach. Ja. Ja. Das ist echt... Boah. Ich habe jetzt gerade Gänsehaut, weil das voll stimmt. Ja. Das ist, aber je positiv, also je mehr gute Energie du halt auch hast und um dich hast, versuchen immer wieder Leute einzudringen und das kaputt zu machen, die dich da aus dieser Rolle einfach rausbringen wollen, so, ne? Und da muss man halt echt wirklich aufpassen, wen man so in seinen engsten Kreis lässt. Voll. Ich habe auch das Gefühl manchmal, ich könnte schon ganz woanders sein, hätte ich nicht den oder den Menschen in meinem Leben gehabt. Danke. Aber das gehört, glaube ich, einfach dazu. Ne? Das ist so wie es gibt die Geschichte von Murphys Gesetz, kennst du das? Ich habe schon mal was davon gehört, was besagt also das nochmal? Letztendlich geht es darum, du musst durch den Dschungel und im Dschungel warten die Murphys. Okay. So, auf der Rückseite des Dschungels ist das Paradies. Und die Murphys versuchen unbedingt mit allen Kräften, die sie haben, dich abzuhalten davon, dass du ans Ende des Dschungels kommst und wieder umkehrst auf die, es gibt Nashörner und es gibt Kühe. Nashörner sind die Leute, die kreativ sind, nach vorne gehen wollen und Kühe sind die, die sich dem System ergeben. Und alle möchten dich aber wieder zurückhaben auf die Kuhweide und vielleicht auch viele Freunde, weil sie selber auf der Kuhweide sind, das gar nicht verstehen können, was du da eigentlich machst. Ne, die können nicht verstehen, wie du das Risiko eingehen kannst, wie du
manchmal bis tief in die Nacht arbeitest, das ist doch scheiße und so, dass du keine Absicherung hast und so weiter, ne? Mhm. Und in diesem Dschungel kommen halt die Murphys und die kommen immer wieder. Und krass. Das lässt sich einfach super gut auf das ganze Leben beziehen. Boah, wie die Faust aufs Auge. Und die schlimmste Phase ist, wenn man das Gefühl hat, man kommt gar nicht mehr weiter, man steckt wie in so einem Sumpf drin und alles prasst auf dich ein. Und wenn du das überstanden hast, so, dann hat man es geschafft. Aber sehr wahrscheinlich, ich habe immer Angst, manchmal denke ich, das war schon vielleicht da, aber ich habe immer Angst, dass es noch schlimmer werden kann. Ja. Aber ja. Deswegen sehe ich das immer so, dass es halt einfach nur ein Beweis ist, wo man sich durchboxen musste. Hm. Und dass man halt seinen Traum dann auch verdient hat, auf irgendeine Art und Weise, ne? Ah, es ist echt gut, dass du mir das jetzt gerade so beschrieben hast, weil, also besser geht's, also kann man das gar nicht beschreiben, das trifft ja vollkommen auf die Realität zu, so ist es halt. Und im Endeffekt, so, man muss einfach durchhalten, man muss Durchhaltevermögen an den Tag setzen und an den Tag legen und einfach versuchen, ja, bestimmte Sachen nicht an sich ranzulassen, auch wenn es schwierig ist bei emotionalen Menschen wie du und ich, so, aber das ist ja auch der Punkt, wo die uns dann meistens dann kriegen, weil die dann genau wissen, okay, wo wir verletzlich sind, ne? Danke. Ja, auf jeden Fall, aber gerade bei kreativen Menschen habe ich so gelernt, ich bin am allerkreativsten, wenn wir gerade so emotional sind, wie wir nur sein können. Weil dann ist so, das Herz ist einfach offen sozusagen, auch wenn das Herz blutet mal, ne? Aber dann kann man ganz anders fühlen, man hat eine ganz andere Kreativität. Genauso auch, wenn man mit dem Herz Glück fühlt, ist das Gleiche. Genau. Und somit ist eigentlich das Resultat aus den Dingen ist immer positiv. Ja. Also ist auch das Negative nicht wirklich negativ. So, aber so muss man erstmal umdenken, ne? Genau. Perspektivwechsel. Und im Endeffekt gibt es nichts Schlechtes. Nee. Also, schlechte Dinge führen zu guten Dingen. Also müssen schlechte Dinge passieren, um die guten Sachen zu schätzen, ja, ne? Wenn man sich nicht ergibt. Ne? Ja. Es gibt natürlich Leute, die lassen sich brechen. Ja. Und das kann ich auch total verstehen. Es gibt so harte Schicksalsschläge, ne? Was passieren kann. Aber man darf halt ja nicht aufgeben. Das sagt man halt immer so leicht, ne? Mhm. Aber es ist halt einfach wirklich so. Ja. Weil wenn du dich ergibst dem Ganzen und aufgibst, dann bist du verloren. Ja, dann bist du verloren. Ja. Und wichtig ist einfach der Perspektivwechsel, glaube ich, so. Ja. So, wir haben, glaube ich, beide bei... Ich habe bei dir Phasen mitbekommen, wo es dir nicht gut ging und umgekehrt genauso. Ja. Und was wir uns aber immer vor Augen führen müssen, wir sind immer noch hier. Das ist das. Ne? Wir sind immer noch hier, sind am Strahlen, machen unser Ding. Und es kann halt auch nicht immer gut laufen, so, ne? Es gibt immer Punkte im Leben, wo es dann halt irgendwie umschlägt. Aber die Kurve halt dahin zu bekommen, dass es dann halt wieder echt straight up ohne irgendwelche Hindernisse geht, so, das ist halt so das Schwierige. Aber wenn man die hinbekommen hat, so, dann kriegt man das ständig hin. So, man muss fallen. Wie beim Fahrradfahren lernen. Ja. So, ne? Man muss fallen. Man muss fallen. Und ja, ich meine, das ist echt heftig, weil wenn ich jetzt so 2-3 Jahre zurückdenke, wo wir da waren, also wie wir mit unserem State of, also wir hatten immer schon dieses State of Mind, ne? Aber haben, ich sag mal so, wir waren nicht so offensiv damit. Ja, ja, genau. Ne? Man hat es so ein bisschen für sich behalten auch. Genau, so, ne? Genau. Und man wusste nicht so richtig damit umzugehen auch. Ja. Klar, ist ja auch neu manchmal, ne? Man kennt es ja noch nicht. Aber jetzt weiß man irgendwie, es gibt halt die Hochphase, es gibt die Tiefphasen. Mhm. Und beide sind gut. Ja. So, also so versuche ich das zu sehen. Beide sind gut. Von beidem können wir lernen. Und
wenn du es magst, jeder mag es zu gewinnen, ja, ne? Aber wenn du es auch genauso magst, wenn du mal verlierst, wie will man dich besiegen? Damn. So, ne? Und daran versuche ich immer so zu arbeiten. Ja. Was nicht immer einfach ist und nicht immer gelingt, das ist, glaube ich, man muss das richtig hart manifestieren in seinem Körper und komplett in seinem Kopf. Und das braucht bestimmt Jahre noch, bis man da ist, dass man so, wenn irgendwas passiert, dass man sagt, ja, okay. Genau. Aber ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg und ich habe auch bei dir das Gefühl, so, du bist langsam, hast du so von der Energie her und vom Mindset her, du wirkst auf jeden Fall viel ausgeglichener als noch so vor 2 Jahren. Boah, ja. Also wirklich, also es ist so, man kommt in so eine Verbitterung dann halt auch irgendwie so, ne, wenn ja. Dinge nicht so funktionieren, ja, wie man sich das vorstellt, aber ey, dann ist es so, ich meine, so, keine Ahnung, man hat immer irgendwelche finanziellen Probleme oder dass man hier den Vertrag nicht bekommt oder den Job nicht bekommt oder da zu wenig bezahlt wird, aber ey, am Ende des Tages, wenn es dir gut geht und wenn du mit einem guten Gefühl nach Hause gehen kannst und sagen kannst, so, ey, ich habe halt diese Dinge in meinem Leben, wie zum Beispiel gute Freunde, ich habe Familie und mir geht es irgendwie geht es mir gut. So, ne? Der dritte Weltkrieg ist noch nicht komplett ausgebrochen. Weißt du, irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe einfach wirklich gelernt, meines eigenen Glückes Schmied zu werden. Das, ja, habe ich. Und das halt gelernt, glaube ich, einfach zu leben und das Leben an sich zu schätzen. Genau. Das sagst du ja auch im Lied. Das ist ein total wichtiger Punkt. Einfach leben. Die anderen Sachen können mich so in Ruhe lassen. So. Einfach nur leben und das zu teilen. Das, was man so macht, ne, mit guten Freunden, mit Familie. Wie zum Beispiel jetzt der Single Release, so das Teilen. Unglaublich viele Leute gerade auf Instagram und auf den anderen Social Media Portalen. Und wenn ich das alleine, wenn ich so, ja, ich habe jetzt eine Single rausgebracht und da rumstolzieren würde, ohne dass das jetzt irgendwie jemand interessieren würde, das wäre schon arg traurig, so, ne? Und so ist es einfach so ein schönes, entspanntes Gefühl und es gibt einem noch halt noch mehr Energie, die nächsten Sachen dann halt noch mehr zu pushen und dementsprechend noch mehr positive Energie reinzuknallen. Ja, so, ne? Auf jeden Fall. Ja, cool. Ich glaube, wir sind ziemlich am Ende, Leute. Ich danke dir vielmals. Ich danke dir auf jeden Fall, Bro. Das war so mega schön. Auf jeden Fall. Mega. Das war richtig nice. Checkt auf jeden Fall JJD ab. Alle Links in der Beschreibung. Instagram, Facebook. Die neue Single ist ab heute, dem 7. Juni, online überall verfügbar eigentlich, ne? Spotify, richtig. iTunes, Deezer, wo noch? Deezer, Google Play, Amazon, ja, genau, und ganzen anderen Kram. Eigentlich überall. Genau, und vergesst nicht den Channel hier von meinem Man Daya zu abonnieren. Hier draufklicken, nicht vergessen. Und checkt ihn auch mal bei Instagram ab und es werden noch weitere Videos kommen, die natürlich auch mehr als interessant sein werden. Yes, wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wenn euch das gefallen hat und ihr mehr von JJ sehen wollt, dann könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Wir finden mit Sicherheit nochmal Zeit irgendwie für sowas. Definitiv, immer für dich. Mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Mir auch. Und ich hoffe euch auch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao. Bye, bye.